Servus, servus, grüß euch. Mein Name ist Scharf. Ich habe heute ein kleines Live-Update für euch und ich brauche euer Feedback bezüglich ein paar Onboard-Videos, die ich also im letzten Jahr aufgenommen habe, wo das aber soundtechnisch nicht ganz so toll hingehaut hat, was jetzt meine eigenen Ansprüche betrifft. Aber im Endeffekt habe ich mir dann doch gedacht, naja, so schlecht ist es jetzt eigentlich nicht und vielleicht ist es ja interessant für euch, diese Motorradmodelle auch in Action zu sehen. Und deswegen werde ich euch diese Videos jetzt dann einfach zeigen und ihr müsst mir bitte in den Kommentaren jeweils einzeln sagen, ob ihr dieses Video sehen wollt oder nicht, beziehungsweise ob ihr das gut genug findet oder nicht, weil ich möchte, ich möchte mir den Ärger ersparen, wenn ich da etwas hochlade, was eigentlich nicht meinen üblichen Standards entspricht und das dann ein Shitstorm gestartet wird. Darauf habe ich keinen Bock. Also da brauche ich jetzt bitte euer Feedback. Und damit fange ich auch gleich an. Also, bitte lasst es mich wissen, tippt es mir unten in die Kommentare rein. Ich sage jetzt schon Dankeschön. Ja, jetzt noch zu meinem kurzen Live-Update. Also, ich hoffe, dass es kurz wird, weil ich habe nichts vorbereitet. Ich weiß auch nicht so genau, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Aber ich habe mir gedacht, ich habe schon so lange nichts mehr von mir hören lassen. Und deswegen möchte ich euch jetzt nur ein paar Infos geben, was mich so bewegt hat, was ich so vorhabe. Und das war es dann eigentlich eh, glaube ich. Das Jahr 2018 ist für mich prinzipiell sehr positiv und zufriedenstellend verlaufen. Also da kann ich mich echt nicht beschweren. Es war auch sicherlich das Jahr seit meinem Beginn der Zweiradkarriere. Also das war Anfang 2008, habe ich mit der CB500 angefangen. Davor die 2 Jahre Moped, die vergessen wir jetzt mal. War das sicher das Jahr, in dem ich auch die mit Abstand meisten Kilometer gesammelt habe. Ich bin ja sonst kaum mehr als 5000 Kilometer pro Saison gefahren, meistens aus finanziellen Gründen. Jetzt, nachdem ich auch seit Beginn 2018 anständige Jobs hatte, hatte ich dann auch, ich möchte nicht sagen genug Geld, aber es hat zumindest für die ein oder andere Ausfahrt mehr gereicht. Und so ist es dann passiert, dass ich in diesem Jahr tatsächlich einige Kilometer machen konnte. Mit diesem Jahr meine ich jetzt das vergangene Jahr 2018. Und ich habe leider nicht mitgeschrieben, weil ich auf sehr vielen verschiedenen Motorrädern oben gesessen bin und es wäre mir einfach stepper, da jetzt den Kilometerstand nach jeder Ausfahrt zu notieren. Aber es ist, denke ich, doch mal zumindest endlich wieder im
fünfstelligen Bereich gewesen, weil in meinen ersten 2 Jahren mit der CB500, da habe ich auch jeweils 10.000 Kilometer geschafft und danach ging es dann rapide bergab mit der Kilometerleistung. Jedenfalls, ja, es ist ja sozusagen mein Jahr 0 oder Jahr 1 nach meinem Unfall gewesen. Ende 2017 war ich eigentlich noch ziemlich verloren, da war ich dann körperlich wieder so weit, dass ich mich um die Jobsuche kümmern konnte. Mein Masterstudium, das habe ich nicht fertig gemacht, dafür war ich definitiv nicht fleißig und diszipliniert genug, beziehungsweise ich wollte eigentlich einfach nicht Mathematik lernen und ich hätte es für eine Prüfung gebraucht. Und ich habe mir irgendwie eingebildet, dass es auch einen anderen Weg geben muss. Habe ich selber gar nicht so daran geglaubt, dass es den tatsächlich gibt, dass es eine gute Alternative für mich geben wird, beziehungsweise doch, davon war ich schon überzeugt, aber ich habe geglaubt, dass es wesentlich länger dauern wird, bis ich sie finde. Jedenfalls bin ich dann Ende 2017 auf Jobsuche gegangen mit einem abgebrochenen Masterstudium, was ja im Medienbereich prinzipiell vollkommen egal ist. Im Medienbereich braucht man wirklich überhaupt kein Studium, da definiert man sich nur über sein Portfolio, über das, was man schon gearbeitet und geschaffen hat. Habe ich mich auf Jobsuche gemacht und habe dann letztendlich aufgrund meines Social Media Auftrittes einen Job bekommen, einen ersten, wo ich dann als Selbstständiger mit einem Werkvertrag für einen Fachzeitschriftenverlag Videos, also Social Media Videos machen durfte. Das war das erste Mal, dass ich sozusagen gegen Bezahlung und Aufträge für andere Leute erfüllt habe im Bewegtbildbereich. Ich habe ja vorher nur für mich selbst und zum Spaß gefilmt, auch fotografiert, immer nur zum Spaß. Also ich hätte gern damit Geld verdient, aber dafür war ich einfach zu unsicher. Aber da hatte ich dann sozusagen keine andere Wahl mehr. Habe den Job angefangen und es ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Vor allem, weil auch die Kollegen wirklich wahnsinnig spannende, nette und auch lustige Menschen waren, mit denen das Arbeiten sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe mich da eigentlich relativ gut etablieren können. Bis ich dann, also nicht bis ich dann, das klingt jetzt so, als wäre es ein Bach runtergegangen. Nein, ich habe dann irgendwann einmal Mitte des Jahres ein Jobangebot von 1000 PS bekommen. Mit einer Anstellung und auch im Videobereich. Und da war dann für mich klar, gut, das muss ich jetzt einfach annehmen und ausprobieren. Und das habe ich gemacht. Und so bin ich jetzt seit Juni 2018 angestellt bei 1000 PS in der Videoproduktion und kann im Prinzip genau dem nachgehen, dem ich immer nachgehen wollte, sprich Videos oder generell Content produzieren rund um das Thema Motorrad. Und da bin ich sehr glücklich. Es ist bis jetzt sehr, sehr gut verlaufen und ich kann mich wirklich nicht beschweren. Auch privat, darüber rede ich ja nicht so gerne, werde ich auch jetzt nicht machen, aber auch in privater Hinsicht ist es bei mir wesentlich besser gelaufen als in den Jahren zuvor. Auch da durfte ich sehr, sehr schöne Erfahrungen machen. Und auch hier, wie gesagt, 2018 sehr positiv für mich. Für euch interessant ist jetzt vielleicht, dass für mich beruflich und privat zwar alles gut funktioniert hat, dafür ist Social Media ja ein bisschen den Bach hinuntergegangen. Nicht, weil ich keine Lust oder keine Zeit mehr hatte, sondern ja, einfach, ich weiß nicht, Instagram hat mir eigentlich früher sehr viel Spaß gemacht, aber da bin ich sozusagen auf die schlechte Seite des Algorithmus gefallen. Glücklicherweise weiß ich das, dass das so ist. Ansonsten müsste ich nämlich glauben, dass meine Inhalte einfach nicht mehr gefragt oder beliebt sind und stattdessen Inhalte wie halbnackte Frauen und vollkommen uninspirierte Bike-Profile, wo Menschen Supersport-Motorräder aus den immer gleichen Perspektiven und Winkeln fotografieren, die gehen auf einmal super gut. Also da würde ich mich dann nicht mehr auskennen und denken, warum wollen die Leute jetzt nur noch sowas sehen und meins fällt auf einmal durch den Raster. Egal, ich verzettel mich da jetzt auch schon wieder massiv. Jedenfalls, Instagram hat mir dann eigentlich keinen Spaß mehr gemacht, weil ich geschätzt weniger als 10% meiner Follower nur noch erreiche. Also ich müsste da ziemlich viel Geld bezahlen, um mehr Leute erreichen zu können. Das kommt für mich aber nicht in Frage. Ich habe für Social Media Werbung noch nie einen Cent ausgegeben. Und solange das ein Hobby von mir bleibt, beziehungsweise eine unbezahlte Leidenschaft, mit der ich kein Geld verdiene, werde ich auch weiterhin keine Kohle investieren in dieses Unternehmen, auch wenn es wehtut, wenn es dann keiner mehr sieht. Und so ist dann natürlich meine Motivation auch ein bisschen in den Arsch gegangen.
YouTube ist eigentlich ähnlich, wobei auf YouTube der Algorithmus ja ein bisschen fairer ist, sprich, wenn man da wirklich regelmäßig hochlädt, dann belohnt er das auch. Habe ich nie gemacht, deswegen möchte ich mich bei YouTube jetzt gar nicht großartig beschweren, dass es da bei mir nicht mehr gelaufen ist, weil ich einfach nicht regelmäßig hochlade. Allerdings war es da auch sehr enttäuschend zu sehen, dass ich habe Anfang des Jahres bzw. bis Mitte des Jahres ein bisschen was anderes probiert und habe dann meine sogenannten Hybrid-Vlogs gemacht und das hat eigentlich unterm Strich keine Sau interessiert, außer, bitte, ich muss da jetzt natürlich ausnehmen, meine sogenannten Temper-Centers, die mir immer treu zur Seite stehen und die mich wissen lassen, dass ihnen gefällt, was ich tue, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und wenn es euch nicht mehr gäbe, dann, ja, dann hätte ich vermutlich überhaupt schon ganz aufgehört. Jedenfalls, diese Hybrid-Vlogs, diese wirklich aufwendigen Videos, die haben leider Gottes kaum einen Menschen interessiert. Und dann habe ich eigentlich später im Jahr auch damit begonnen, regelmäßig Onboard-Videos hochzuladen. Aber auch da sind die Zahlen total in den Keller gesunken. Also ich erreiche nicht einmal mehr die Hälfte mit meinen Uploads, obwohl nicht viel anders ist. Außer, und ich denke, das wird auch für viele Zuschauer ein Grund sein, warum das Interesse nicht mehr da ist. Natürlich, mein Fahrstil ist jetzt ein anderer, der ist nicht mehr so rasant wie früher. Und scheinbar war das auch ausschlaggebend für viele Zuseher, dass ihnen die Videos gefallen haben und die klicken jetzt nicht mehr rein, weil sie halt nicht mehr diese Spannung oder diesen Adrenalinkick geboten bekommen und die sind halt weg. Und ja, das soll ich machen. Ich finde es selber schade, dass ich so nicht mehr fahren kann. Das lässt mein Kopf mental nicht mehr zu. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber die Zeiten sind vorbei. Erfolgreich gelaufen sind nur ein paar Onboard-Videos, vor allem mit den, ja, sage ich mal, teuren Motorrädern. Dort habe ich dann aber leider Gottes, das ist aber relativ normal, wenn man ja mehr Leute erreicht, dann erreicht man auch mehr Idioten. Und da musste ich mich dann ziemlich viel Hass aussetzen, musste ich mir sehr, sehr viel anhören lassen, Leute, die sich über meinen Fahrstil beschwert haben und. Und es kommt dann auch sehr oft von Menschen, die eigentlich selber überhaupt keine Ahnung haben. Es ist jetzt aber leider so, ich bin ein Mensch, ich kann das nicht einfach ignorieren und ausblenden. Ich möchte nicht sagen, es trifft mich sehr, aber es regt mich sehr auf und vor allem nimmt es mir total den Spaß an der Sache. Also ich mache das ja zu meiner eigenen Unterhaltung eigentlich, diese Onboard-Videos, das ist eine Leidenschaft, die gibt es seitdem ich 16 bin, mache ich solche Videos. Das habe ich schon auf meiner Vespa, auf meiner Moped-Vespa gemacht und das muss mir einen Spaß machen. Ich verdiene ja damit kein Geld oder so gut wie keins, ja, YouTube-Werbeeinnahmen, aber das sind 3 Tankfüllungen im Monat. Das heißt, da geht's um meine Freude daran und wenn ich dann ja, mich mit solchen beschränkten Sautrotteln herumschlagen muss, dann vergeht mir eigentlich der Spaß daran. Und deshalb hat mich jetzt auch dazu bewegt, dass ich mir Gedanken darüber mache und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt dieses Live-Update aufnehme, ist jetzt weniger Live-Update, sondern auch eher so diese Frage, wohin es mit meinem Kanal gehen wird in Zukunft. Das weiß ich selber tatsächlich noch nicht, aber fest steht für mich, dass ich mir etwas überlegen möchte, weil so wie es jetzt ist, dass einerseits diese Videos, die viel Aufwand bedeuten für mich, diese Vlogs, die interessieren halt kaum jemanden, würden mir Spaß machen, aber interessieren halt kaum jemanden und da raubt es mir dann tatsächlich auch die Motivation, also so sehr ego-getrieben bin ich auf jeden Fall, dass ich da auch ein Publikum haben möchte, das gebe ich offen und ehrlich zu. Und mit den Onboard-Videos, die dann halt irgendwie auch noch kaum jemanden interessieren, außer meine treue Fangemeinde, ja, ich weiß nicht genau, wie ich da weitermachen soll. Natürlich komme ich jetzt immer wieder zu aufregenden Motorrädern, mit denen ich schöne Videos machen kann, aber wenn ich da dann mich wieder so sehr auseinandersetzen muss mit diesen Vollidioten, dann, wozu soll ich das eigentlich machen? Also ich werde mir da im Laufe des Jahres hoffentlich etwas überlegen, ob ich aufhöre damit, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich auch die Videos oder manche der Videos nur gegen Bezahlung verfügbar, weil so traurig es ist, aber das ist die einzige Art und Weise, wie man die Idioten fernhalten kann, ist einfach, wenn man für Inhalte Geld verlangt, weil dann schauen sich das nur noch die Leute an, die es tatsächlich interessiert und nicht die,
die eigentlich nur lästern wollen. Und vielleicht finde ich da irgendwie eine Balance, dass ich, keine Ahnung, zum Beispiel nur noch meine CB500 Uploads auf schönen Passstraßen, dass ich die öffentlich schalte. Und wenn ich dann, was weiß ich, was auf einem tollen Supersportler unterwegs war, wo ich mir sicher sein kann, dass sehr, sehr viel Trotteln daherkommen würden, vielleicht mache ich das dann privat und beziehungsweise gegen Bezahlung verfügbar. Schön wäre es, wenn ich da auch diese Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft hätte. Die bietet mir YouTube aber nicht oder noch nicht an, obwohl ich eigentlich alle Punkte dafür erfülle. Vielleicht kommt es noch daher, vielleicht kann ich in diese Richtung irgendwas machen. Schauen wir mal, ich weiß es noch nicht. Aber bitte, ihr könnt es mir auch gerne vorschlagen, was ihr sehen wollt oder was euch gefallen würde. Ansonsten werde ich mir auch noch ein bisschen das Thema Live-Video anschauen. Ich meine, da werde ich jetzt keine Bäume ausreißen, aber ich werde zum Beispiel definitiv in nächster Zeit, wenn ich mal Zeit habe, ein Live-Q&A-Video machen. Könnte noch ein bisschen dauern, weil in den kommenden Wochen da stehen sehr, sehr viele Modellpräsentationen an, wo ich einerseits für 1000 PS bin, andererseits für meinen eigenen Kanal. Da wird nicht viel Zeit für Videoexperimente bleiben. Da muss ich diese Präsentationen verarbeiten. Aber irgendwann werde ich es machen und da bin ich schon sehr gespannt, wie das ankommt bei euch. Ich werde das dann sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch anbieten, also zwei getrennte Livestreams anbieten. Die Sache mit der Sprache ist auch schwierig. Eigentlich ist ja der größte Teil meines Publikums deutschsprachig. Und es wäre für mich wesentlich besser und ich wäre sicherlich wesentlich erfolgreicher, wenn ich mich auf die deutschsprachige Gruppe beschränken würde. Aber nachdem ich diese Videos schon so lange mache, und zwar habe ich damit angefangen zu einer Zeit, da gab es keine deutschsprachige Community, sondern da gab es eine globale englischsprachige Community. Und diese Leute sind teilweise immer noch dabei und es fällt mir einfach schwer, einfach auf die zu scheißen und zu sagen, so, ich mache jetzt nur noch deutsche Inhalte. Andererseits fürs Untertitel schreiben, also wenn ich jetzt schon dran denken muss, für dieses Video hier Untertitel zu schreiben, wird mir jetzt schon schlecht, weil das einfach Ewigkeiten dauert. Dafür habe ich einfach auch die Zeit nicht mehr, beziehungsweise möchte ich dann mit der Freizeit, die mir bleibt, auch was Schönes machen und nicht geschissen stundenlang vorm Computer sitzen. Dafür, dass das dann ein paar Englischsprachige sehen können, die mir zwar sehr am Herzen liegen, aber ich muss da dann abwägen zwischen, ja, wie wichtig ist mir sowas wirklich. Aber trotzdem, auch hier weiß ich nicht genau, wie ich weitermachen soll. Wie gesagt, besser wäre es für mich, deutschsprachig weiterzumachen, auch was jetzt irgendwie so Marketingabsichten betrifft und Kooperationen mit Herstellern. Aber noch gelingt es mir nicht, da jetzt irgendwie meine treuesten englischsprachigen Fans so links liegen zu lassen. Schauen wir mal. Einen Punkt gibt es auch noch, der euch sicherlich sehr interessiert. Im letzten Jahr habe ich zum ersten Mal, vor allem weil sich natürlich mein Fahrstil geändert hat, habe ich zum ersten Mal das Bedürfnis verspürt, doch ein anderes Motorrad zu besitzen als meine geliebte CB500. Ganz einfach aus dem Grund, diesen auswindenden, diesen 0 oder 1 Fahrstil, den kann ich nicht mehr fahren, der macht mir keinen Spaß mehr, beziehungsweise bringe ich es mental gar nicht mehr fertig. Und da wird es dann tatsächlich störend, wenn man unter Anführungszeichen so wenig Leistung zur Verfügung hat. Die Fahrerei mit der CB500 immer noch etwas sehr Spezielles, die mir sehr viel Spaß macht. Ich war damit ja im Juni in Südtirol unterwegs und da habe ich wieder für mich entdecken können, dass das einfach durch diese Hyperagilität auf den Passstraßen eine solche Freude bereitet. Aber was ich später dann gemerkt habe, wenn ich auf Reisen gehe und das vor allem zu zweit, ist dann Schicht im Schacht, sind die 50 PS bzw. die 40, die wahrscheinlich noch übrig sind, sind einfach zu wenig. Und so, jetzt schaue ich mal, ob die Kamera überhaupt noch läuft. Na, die läuft noch, das ist cool. Jetzt bin ich wahrscheinlich unscharf. Prinzipiell ist das ja egal, weil ich mittlerweile es doch ab und zu schaffe, Motorräder aufgestellt zu bekommen, zumindest von ein paar willigen Herstellern. Viele ignorieren mich nach wie vor komplett, wo ich sage, fair enough, es muss nicht jeder mit mir zusammenarbeiten wollen. Hingegen freue ich mich umso mehr über die Hersteller, die bereit sind, mir Motorräder zur Verfügung zu stellen. Da kann ich besonders Kawasaki und KTM positiv hervorheben. Danke vielmals. Prinzipiell ist es ja kein großes Problem jetzt für mich, für eine Reise oder so eine Maschine zu bekommen, wenn ich dafür dann im Ausgleich Videos produziere.
Was im Übrigen sehr, sehr viel Arbeit ist. Das dürft ihr nicht unterschätzen. Jetzt nicht sagen, boah, ist das geil, das hätte ich auch gern. Manchmal wäre es, glaube ich, einfacher, mehr arbeiten zu gehen, mehr Geld zu verdienen und sich die Motorräder dann einfach gegen Geld auszuborgen, weil man dann nachher keine Scherereien mehr hat und keine stundenlangen Sitzungen vorm Computer. Aber egal, ich gehe halt diesen Weg und prinzipiell geht das ja gut. Aber wenn man jetzt sagt, spontan 4 Tage schönes Wetter, man hat frei, man möchte wohin fahren, ja, dann kriege ich natürlich kein Motorrad aufgestellt und dann muss ich mein eigenes nehmen. Und im letzten Jahr war ich dann auch zu zweit unterwegs auf der CB und da fehlt es dann halt einfach sowohl an Leistung als auch an Komfort. Und da, wie gesagt, hatte ich zum ersten Mal nicht konkrete Gedanken, aber den Wunsch nach mehr Leistung. Ich bin ja, mein Budget ist ja nach wie vor nicht vorhanden. Ich spare mir kaum Geld, ich gebe sehr, sehr viel auch für Kamera und so weiter aus. Und das heißt, ich könnte mir jetzt diese ganzen Reisedampfer, mit denen ich da unterwegs bin, also diese Pressemaschinen, die könnte ich mir so oder so niemals leisten. Die werde ich mir in diesem Leben auch nicht mehr leisten können. Finde ich nicht so schlimm, solange ich sie ab und zu fahren darf. Aber ich weiß nicht, Hausnummer ein Motorrad für 5.000 Euro. Wenn ich da etwas finden würde mit mehr Leistung und trotzdem einerseits Reisetauglichkeit, andererseits ein Motorrad, das ein bisschen eine sportliche Fahrweise erlaubt, dann würde ich mir das vielleicht irgendwann mal überlegen, ob ich mir nicht von meinen Eltern das Geld ausborge, sozusagen einen zinsfreien Kredit mir aufstelle, damit ich mir da irgendwie etwas gönnen kann, weil, jetzt bin ich, möchte nicht sagen älter geworden, aber durch meine Geschichte hat sich da doch einiges getan und da macht mich die CB500 dann in vielen Situationen nicht mehr so glücklich, wie sie mich früher glücklich gemacht hat. Also das ist auch spannend. Und auch da könnt ihr mir gerne eure Vorschläge liefern. Motorräder für maximal 5.000 Euro, die einerseits reisetauglich sind, auch genug Leistung haben, dass man zu zweit auf Reise geht und die andererseits aber auch sportlich bewegt werden können. Bitte lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich freue mich sehr über eure Anregungen. So, ich glaube, mir fällt jetzt eh nichts mehr ein. Ja, mir fällt tatsächlich nichts mehr ein. Bei denen, die jetzt noch da sind und die meine Sachen auch weiterhin verfolgen, aufmerksam und vor allem mich auch wissen lassen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt, bei euch bedanke ich mich recht herzlich an dieser Stelle. Ihr könnt übrigens das T-Shirt, wenn es euch gefällt, dann lasst es mich auch wissen, dann mache ich eine Kampagne oder wurscht, scheiß drauf, mache ich gleich eine Kampagne, den Link findet ihr in der Beschreibung, vielleicht wird sich das der ein oder andere auch kaufen wollen, mit ein bisschen einem Augenzwinkern. Und ja, also wir hören uns wieder. Ich bin schon sehr gespannt, oder wir sehen uns wieder. Ich bin schon sehr gespannt, wo es 2019 hingeht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte auch in die Kommentare klopfen. Ich bin ja so brav, dass ich versuche, so gut wie alles zu beantworten, außer das, was von der Beschreibung bereits beantwortet wird. Das ignoriere ich relativ rigoros. Und also Fragen stellen, wenn es gibt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Speed safe und bis zu einem hoffentlich nächsten Mal und bis zum nächsten Video. Es kommen jetzt dann wie gehabt noch ein paar Onboard-Videos aus der Saison 2018. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Freude daran. Servus, pfiat euch und baba.